So, hallo Leute und willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Ich hoffe, dass diesmal das Plugin funktioniert. Und ihr seht hier Shit's Continue, ich habe versucht, dass Kotori mit dabei ist und eine Bildschirmübertragung versucht. Aber mein Rechner ist dafür zu schlecht, das klappt leider nicht. Darum ohne Kotori und wir müssen noch mit Lazarus zum Boss Rush kommen. Also gucken wir doch mal, was wir im ersten Raum haben. Was warst du? Das ist das, wodurch ich schneller werde und dann irgendwann mal ordentlich Schaden mache, oder? Wodurch habe ich denn jetzt Pursing Shots bekommen? War das dadurch? Ich weiß es nicht. Aber das Plugin scheint nicht zu funktionieren. Ich sehe zumindest keine Einblendung. Aber Pursing Shots fände ich gar nicht mal so schlecht, muss ich zugeben. Stirb vorher bitte, danke. Ja, nochmal bis zum Bosswasch. Das heißt, wieder so ein bisschen Eile müssen wir walten lassen. Wow, gerade so geschafft. Ein bisschen Damage wäre gut. Tränen sind eigentlich schon okay, muss ich zugeben. Also Pursing Shots sind schon cool. Pin hat natürlich eine Arschkarte gegen Pursing Shots, weil Pin, soweit ich weiß, aus mehreren treffbaren Bereichen besteht. Das haben ja mehrere dieser Wurmgegner so an sich, dass man sie an mehreren Stellen gleichzeitig treffen kann. Und man sieht auch, was für ein Damage ich mache, wenn er auf mich zugesprintet kommt. Oh, sehr schön. HP ab, Tears ab, Shot Speed down. Ja gut, Shot Speed down muss ja da nicht unbedingt sein. Aber der Rest war schon in Ordnung. Da würde ich ja gern rein, aber gerade noch nicht. Da würde ich gern erst gucken, ob ich vielleicht sogar noch Soul Heart oder sowas finde. Oder ich gehe gegen Ende der Ebene rein. Genau, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Hier bräuchte ich eine Bombe. Was haben wir hier? Charity, okay. Das ist Einhorngestalt. Da hätten wir erstmal einen Schlüssel, um hier oben reinzugehen. Bist du das Cursed Eye? Oh, scheiße. Ja, gut, jetzt haben wir doch komischen Schüsse, aber Cursed Eye ist eigentlich so, das lässt man dann doch, glaube ich, lieber liegen. Weil es einen halt aus dem Raum raus teleportieren kann. Ich glaube, wenn man ein rotes Herz Schaden bekommt, wurde mir gesagt. Oder in die Kommentare geschrieben. Health down, ja, das war's mit unserer Health up. So, einen Schlüssel bräuchten wir noch. Für den Raum da unten halt. Ja gut, aber wie gesagt, es hat halt auch die Vorteile, man schießt halt auch direkt viel. Jetzt bräuchten wir eine Bombe, um da dran zu kommen. Also ich meine, es wären vier gewesen, die man da schießt, wenn es voll aufgeladen ist. Und mit den Pursing Shots kommen wir dann natürlich auch gut durch die Feinde durch, um es mal so zu sagen. Da hätten wir den zweiten Schlüssel. Ich gehe da mal gucken, was da unten in den Raum drin ist. Da könnten halt auch noch sehr erfolgreiche Sachen drin sein. Bevor ich jetzt zum Boss gehe. Denn so ein Soul Heart wäre natürlich dann schon recht praktisch. Boah, ich hasse die Health Down Pille. Warum gibt es sowas? Ganz ehrlich. Es gibt ja auch wenigstens keine Damage Down Pille oder sowas, ey. Das wäre noch heftiger. Vier hat irgendwas auf der Ebene wie V-World. Ich weiß nicht was. Wahrscheinlich die Items, die hier liegen. Also 4 hat nicht meine Items wie wohl. Das ist nur die 1 und die 6, die es machen. Obwohl der Schlüssel war hier normal. Er lag hier standardgemäß. Oh Gott, und Dingel. Hallo. 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 Wir machen einfach sowas von keinen Schaden momentan. Hilfe. Ich habe nur Angst, rausgeportet zu werden. Wahrscheinlich passiert mir das gleich so gegen Ende. Da charge da wieder. Cool wäre eigentlich, wenn ich so mit seinem Charge schießen könnte. Okay, da ist er schon fertig. Evil Up ist natürlich jetzt so eine Sache. Oh, Gabby's Tail. Eigentlich Pflicht, dass wir es mitnehmen, um vielleicht in die Gabby-Form zu kommen. Und wir haben ein schwarzes Herz, das heißt, wir können auch in den Cursed-Raum gucken, wo unter Umständen noch mehr Gabby-Items drin sein könnten. Sollten wir also in Betracht ziehen. Ja, wir sind zwar auf also in einem bestimmten Zeitdruck, allerdings brauchen wir halt auch eine bestimmte Stärke. Ja, das war blöd, aber wir kommen ja eh wieder hier in diesen Raum rein. Und damit hätten wir jetzt auch nur das Soul Heart verloren und nicht das Schwarze. Das ist auch sehr gut. Den Bruder lasse ich da einfach liegen, den brauche ich nicht unbedingt. Also so wie ich es verstanden habe, wird man nur teleportiert, wenn man rote Herzen Schaden bekommt. Und dann wahrscheinlich zu einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, glaube ich.
Anders gesagt, eigentlich dürfte ich jetzt für 2 Treffer nicht teleportiert werden. Denn das ist das Problem am Cursed Eye, am verfluchten Auge. Hatte ich aber auch schon eine längere Zeit lang nicht mehr. Muss ich dazugeben. Ihr haltet auf jeden Fall deutlich mehr aus als diese stationären Dinger anscheinend. Okay, das stationäre Ding war jetzt auch nicht voll aufgepumpt. Muss man dazu... Alter. Sagen. Komm her. Alter, wie viel haltet ihr denn aus? So, nur noch die Fliege hier unten. Damit wir sie auch down. Und da hätten wir auch noch einen Schlüssel. Genau passend. Nochmal ein Allsets ab. Auch sehr schön. Hier hätten wir Spinnen. Leider. Eine schon mal weniger. Und die zweite auch weg. Wir haben keinen Schlüssel. Weg mit euch. Ja, ich bleib lieber stehen. Okay, ich glaube, ich hätte durchrennen können. Wenn ich das so richtig gesehen habe. So. Ich suche Boss. Ich dürfte jetzt auch wieder ein Damage abbekommen haben, theoretisch. Wow. Mach Bumm. Danke. Ich hasse solche Räume immer noch. Zu dem Zeitpunkt kann ich mal kurz sagen, ich habe Wendell's Monday durch für die Leute, die beide Projekte gucken. Ich glaube, 57 Parts hatte Wendell Monday. Wendell's Monday. Also für die, die es gucken wollen, können sich dann schon mal auf das Finale freuen. Was ja dann, ich glaube, irgendwie 10 Tagen oder so auch kommen sollte. So, hätten wir das und dann hätten wir sie voll. Oh, sehr schön, ein Devil Deal. Also kein Devil Deal, aber halt, ein... Ihr wisst schon. Ein Dämonen-Item. Aua. Also wenn ich getroffen werde, spawn ich fliegen. Scheint so. Buch der 7 Sünde ist jetzt natürlich... nicht das Geilste. Muss man so zu sagen. Wie gesagt, wir sind ein bisschen auf Zeitdruck. Denn ich möchte ja zum Bosswasch kommen. Das war natürlich unnötig. Kann ich so da durchgehen, ohne Schaden zu bekommen? Scheint so. Ach, komm. Gabby's Head. Wir nehmen, glaube ich, doch lieber Gabby's Head mit. Weil ich glaube, die Fliegen bringen mir dann doch mehr pro Raum als so zufällige Dings-Items. Hatte ich nicht eine Bombe bekommen? Habe ich die liegen lassen? So, kaputt. Du dürftest auch nicht mehr so viel aushalten, genau. Ach, kein Schlüssel. Okay. Random. So, hallöchen. Schön, dass du gerade nicht gecharged bist, während ich neben dir stand. Haben die irgendwie neue Räume rausgebracht? Es gibt Räume, die ich vorher noch nie gesehen habe, wie zum Beispiel der Raum links von mir. Mega fette. Ich weiß, ich habe noch keinen Goldraum. Nichtsdestotrotz muss Mega Fetti leiden. Und solange ich halt noch ein Soul Hearts habe, dachte ich mir, Alter, ich hasse dich, ne? Okay, diesmal hat er länger gebraucht. Da hat er mir so ein kleines Wichtelchen ausgeschissen. Nein, komm schon. Ja gut, ich bin wenigstens beim Goldraum, aber ich hatte ihn fast besiegt. Also, es hat nichts mit den roten Herzen zu tun, wie wir gerade gesehen haben. Ja, geil. 10 Bomben. Es hat also nichts mit roten Herzen zu tun. Das wurde mir meines Erachtens nach per Kommentar gesagt, aber anscheinend stimmt es ja nicht. Es ist also anscheinend eine zufallsbasierende Chance, dass das passiert. Also auf dem Zufall basierende Chance. Du darfst das gerne mitnehmen. Tier ab können wir auch gerne so nehmen. Hilfe. So.
Wir hätten hier noch eine Goldkiste, die können wir auch einfach öffnen. Das können wir aufnehmen, aber ich glaube nicht, dass wir das mitnehmen werden. Ich glaube, da sind die Fliegen dann doch besser. Und nochmal mega fetti von vorne, ey. Weil er mich halt mit so einem letzten Spucker noch getroffen hat, ey. Alter, ich hasse das, ne? Wenn er das so schnell macht. Wow, das sieht man aber, weil der Schatten halt direkt von ihm wandert. Wenn er das schnell macht. Ja, natürlich. Boah, zum Glück wurde ich nicht rausgeportet jetzt, ey. Mehr Damage. Halbes Herz und weiter. Wir haben noch genug Zeit hier verschwendet. Wir sind aber noch ein vorne. Also eine Ebene von der Zeit her. Das Geld hätte ich gern. Unter Umständen könnte man ja dann nach einem Shop gucken. Also Shop wird sich jetzt auf jeden Fall auch lohnen mit dem Geld. Ja, da waren sie wieder geschützt für einen kurzen Zeitpunkt. So. Getroffen, zweimal. Dich auch getroffen. So, damit hätten wir schon mal einen Schlüssel. Hellstone. Ne, die nehmen wir nicht. Ich glaube, die sollte ich auch ablegen, bevor ich aus Versehen mal auf die Taste kommen sollte. Das Trinket können wir weiterhin mitnehmen. Das schadet mir jetzt nicht so sehr. Nein, nein, nein. Justice. So. Die Red Candle müssten wir mitnehmen. Weil ich die einfach noch nicht hatte. Sie macht einfach ein Feuer. Das könnte sogar interessant sein. Und es lädt sich anscheinend auch wieder auf. Die anderen müssen, zeige ich mal eben ein. Also die Red Candle könnte sogar interessant sein. Wirkt so ein bisschen wie die Blue Candle. Obwohl die Blue Candle die letzte Kerze ist, die man freischaltet. Lädt die sich echt wieder auf? Ja, Tatsache. Die lädt sich wieder auf im Raum. Ich wollte es nur noch mal nachprüfen. Wir haben sowieso noch ein paar Schüssel. Das heißt, Dings wäre eigentlich auch kein Problem. Und die macht auch gut Schaden. Also ich glaube, die Red Candle ist nicht schlecht. Ich weiß es. Wow, Alter. Natürlich nicht. Ich habe es jetzt zum ersten Mal. Damit hätten wir natürlich auch schon mal ein weiteres Item freigeschaltet, was wir brauchen, theoretisch. Ja, der Schaden ist nicht schlecht. Und da bleibt auch noch so eine kleine Fläche übrig. Gefällt mir bis jetzt. So. Nochmal Tiers ab. Oh, eine rote. Ach Gott. Dann wären wir Gabi. Nur weil wir jetzt Gabi sind, habe ich die jetzt genommen, ey. Und fliegen können. Das ist natürlich... Wow. Glück. Weil wir haben jetzt verdammt viele Herzen dafür ausgegeben. Hier hätten wir noch ein Autoturbit drin. Ich glaube, wir können uns zum Bosswasch wagen. Auch wenn es knapp wird. Obwohl, wir haben nur ein Herz, ne? Ein Polaroid-Effekt dürfte jetzt, glaube ich, standardgemäß eigentlich drin sein, oder? Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Aber ich meine, Polaroid-Effekt dürfte jetzt ständig an sein. Nehme ich die auch noch mit. Das erwartet mich hier oben. Wahrscheinlich zwei Lil Hounds, wa? Warum auch immer du in die andere Richtung geschossen hast. Als die, wo ich eigentlich war. So, hier hätten wir High Priest, okay. Mutters Fuß. Pubertät. So. Warte. Ich hatte es. Was hat mich getroffen? Ja, den brauche ich nicht mal unbedingt. Herzen wären mir echt lieber.
Ah, natürlich. War das jetzt gerade echt nur die Kerze, die ich getroffen hatte? Oder wahrscheinlich auch noch so ein paar Dings, ne? Das war jetzt die Kerze, die getroffen hat. Krampus hätte. Nee, danke. Da behalte ich doch lieber die Kerze. Die gefällt mir nämlich. So, jetzt sind wir auf Mutters Fußebene. Letzter Goldraum. Schon wieder ihr. Aber wir müssen unbedingt irgendwie gucken, dass wir mehr Herzen bekommen. Also hier zum Beispiel mal so ein paar... Oh Gott, wir sehen unsere Herzen nicht einmal, ey. Ich kann nicht schlafen, scheiße. Giftschüsse. Nehmen wir mal mit. Ist, glaube ich, besser als das Trinket, was wir jetzt gerade haben. Der Better bringt mir gerade momentan zumindest leider nichts. Justice. Wir bekommen jetzt zum Glück nur beim Rausgehen Schaden. Slimatiers abfüllen sogar nochmal, ne? Das Blöde ist jetzt, wir müssten nämlich am besten den direkt mitnehmen. Wenn ich jetzt die Dings einsetze und hier durchgehe, kriege ich dann Schaden? Ne, gut. Das heißt, wir sind den Schaden sogar nochmal entkommen. Um es mal so zu sagen. Hallo, Göttlinge. Ja, was geht? Euer Tod geht. Ha, 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 ha. So, einmal hier durch. Einmal da durch. Ja, wir haben auch noch so einen schönen Autotunnel, so ist es ja nicht. Das größte Problem, was ich wirklich habe, was ich momentan, wo ich mich momentan so leicht fürchte, ist halt das Cursed Eye. Muss ich zugeben, ja, das Kackding bringt uns eigentlich so gut wie gar nichts mehr. Aua. Es könnte sein, dass wir jetzt gerade unser Dings verloren haben. Bin ich mir nicht so sicher. Schön reduziert, nehmen wir mit. Und damit hätten wir 500 Münzen drin. 100 Münzen und wir bekommen, glaube ich, das nächste. Und dann erst ab 999 nochmal. So. Pursing Shots haben wir da gerade bekommen. Swarm Protector. Der kommt, glaube ich, erst raus, wenn wir getroffen werden. Das wollen wir natürlich vermeiden. Eigentlich. Daher kein so sinnvolles Item. Leider. Da hat er uns hier nochmal hingeschissen, bevor er verreckt ist. Ich glaube, ich werde auf jeden Fall das Polaroid nochmal mitnehmen. Allein weil, Two of Heart. Na komm. World. Da hinten ist ja kein Robben, der kann nur los. Ich wollte nur zum Geheimraum. Mehr nicht. Ach ja. Wir haben aber auch nicht mehr so lange Zeit. Ich sollte mich beeilen. So, 510 schon mal drin. Wie gesagt, den müssen wir so oder so früher oder später voll machen. Wir brauchen ja alle Items. Oder ich brauche sie zumindest. Ich will ja irgendwann mal auf... Ups. Platinum Gott kommen, muss ich zugeben. Ja.
Wow. Okay, ich habe noch kein rotes Herzschaden, aber viel Leben dürfte ich auch nicht mehr haben. Mom's Knife? Wir können es natürlich wieder mit Mom's Knife versuchen. Wow, 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 wow. Das war jetzt alles andere als gut, Leute. Den brauche ich. Wir machen keinen Schaden, Alter. Wir machen absolut keinen Schaden damit. Oder das wie echt einfach so viel HP. WTF. Na komm her. Ach, das ist dieses herzdroppende Vieh. Schillt das Herz hier jetzt noch rum? Nee. Doch, tut's. Dich beseitige ich jetzt erstmal so. Aber wir bekommen leider echt keine Fliegen mehr anscheinend. Das ist natürlich blöd. Also, oder doch, da war gerade eine, hä? Ich verstehe es nicht so ganz. Wann wir Fliegen bekommen und wann nicht. Es ist einfach komplett weg. Warum zerteilt es sich denn nicht? Hallo, mein kleiner Freund. Warum da auch immer was explodiert? Achso, da war wahrscheinlich irgendwie noch so ein Dings, ne? Boah, wir machen so wenig Schaden, ne? So, einmal tot. Zweimal tot. Ihr dürftet mehr silberne Herzen droppen, weil die brauche ich hier gerade nicht, die normalen. Moment. Mal hier überall Feuer hinlegen. Das kann ja nicht schaden. Würde ich mal so sagen. Also doch, kann schon, aber. Es sollte eigentlich nicht so viel schaden. Ich sag's mal so. So, einmal Feuer durch und dann das durch. Da oben ist Gertie. Und Schapp. Hilfe. Hallo du. Irgendwas hat sich gerade noch angesenkt. Irgendwas wurde gerade noch angekokelt. Ah Gott, ich hab's vergessen. Ich kann immer noch kein Silberherz mitnehmen. Kein normales Herz mitnehmen. Also so schlecht stehst du mich nicht. Ich habe also noch mindestens ein Herz. Jetzt dürfte es aber immer noch nicht der Fall sein, okay. Eigentlich müsste es so langsam mal der Fall sein, dass ich... Ich wollte gerade sagen, kann er hier rüberspringen? Nein, kann er aber anscheinend nicht. Sehr schön. Das ist der Goldene, also der Gelddroppende. Der eigentlich nicht so wirklich interessant ist. Alter. Immer noch nicht. Alter. Ja, komm. Wie viele Herzen habe ich denn? Jetzt nicht mehr viele. Jetzt konnte ich gerade Herzen aufsammeln. Also ich habe ein Herz. Pestilenz. Das ist, glaube ich, Hungersnot, oder? Femini. Jetzt habe ich wenigstens wieder so ein Herz. Schöne Trollbombe, die du da hingeschmissen hast, mein Freund. Aua. Ich kann kein Herz mitnehmen, okay. Herzen liegen ja hier genug rum. Oh Gott, letzte Runde. Danach hätten wir's. Haben wir's? Oh Gott, Missing No. Wir haben's. Alle Charaktere durch, bis auf The Lost, okay. Puh. Hätten noch Sweet Sufferwing. Irgendwie was mitnehmen können wir nicht mehr, ne? Oh Gott.
Wir werden den Run wahrscheinlich nicht schaffen. Wir haben nicht mehr viel. Wir haben, glaube ich, ein oder eineinhalb. Oder gar nichts. Das heißt, wir sind jetzt nach einem Treffer tot. Ungefähr so. Wir kommen an der gleichen Stelle wieder. Lockdown. Dafür habe ich mein Leben geopfert. Geil, oder? Ja, das hätte auch in die Hose gehen können. Ich glaube, das beeinflusst mein Dings nicht, oder? Ich gehe mal kurz gucken. Nee. Das beeinflusst mein Messer nicht. Also den Mann werden wir wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Das ist... Das Vieh ist aber noch gestorben. Das ist aber auch völlig egal. Wir müssen den Mann gar nicht schaffen. Weil es ging darum, wirklich, einfach, ich sag mal, alle Charaktere so weit wie möglich durchzuhaben. Außer The Lost. The Lost braucht man nicht für Platinum God, nur für Real Platinum God. Das heißt, mit The Lost kann ich mir jetzt Zeit lassen. So. Okay, Game Over. Ach nee, doch nicht. Beim zweiten Tod kommen wir dann hier wieder vor die Tür. Sehr schön. Das ist so lächerlich, ne? Aber wie gesagt, das ist jetzt völlig egal. Wir haben ein neues Item freigeschaltet, und zwar die rote Kerze. Und haben halt gleichzeitig auch noch... Also wenn wir jetzt nicht zufällig nochmal irgendwoher sehr viele Herzen bekommen, dann ist es einfach aus. Aber wie schon angemerkt, es ist scheißegal, was jetzt passiert. Wir haben es. Wir haben es einfach freigeschaltet und das ist wichtig. Vor allem beim ersten Versuch hätte ich nicht gedacht. Vor allem, wir haben ja theoretisch immer noch Dings, ne? Cursed Eye. Also wir könnten immer noch teleportiert werden. Auch wenn wir nicht mehr diesen Vierfachschuss haben, der Effekt von Cursed Eye dürfte eigentlich noch anhalten. Ich meine, ich könnte auch hier drin gucken. Da könnte auch was Interessantes noch drin sein, ne? Aber ehrlich gesagt habe ich darauf überhaupt keine Lust, weil ich gerade einfach nur froh bin, es geschafft zu haben. Es könnte jetzt sogar sein, dass ich demnächst mit Livestreams anfange. Vor allem, weil ich ja die Items am liebsten noch hätte, bevor die neuen rauskommen. Natürlich den Tod. Na komm. Diesmal fängst du mit Sensen an, nicht mit Zeitlupe? Alter. Cube of Meat. Gotta catch them all. Nur scheißegal. Wie gesagt, tot sind wir sowieso. Da können wir auch das Ding mitnehmen. Ich habe ihn nicht mal getötet, den einen. Wie er einfach schießt. Wie das Arschloch einfach geschossen hat, ey. Gucken wir mal, was wir hier drin so haben. Boah, nichts Interessantes leider. Wow, wow, heul doch. Interessant wäre es natürlich schon, jetzt noch zu der Chest zu kommen. So ist es nicht. Aber ich muss echt zugeben, mit einem Herz und dann auf dieser Ebene, wir haben keinen Schutz. Ich bezweifle es stark. Ich bezweifle es wirklich stark. Vor allem, weil wir es... Ernsthaft? Wie wir den Raum echt geschafft haben, ohne einen Treffer abzubekommen. Hallo du. Jetzt können wir fliegen. Was wir vorher auch schon konnten, aber egal, jetzt können wir fliegen. So, du einmal down. Na genau, komm her. Komm einfach zu mir. Das ist das Beste, was du machen kannst, mein Freund. Yay! Ach, wir können jetzt sogar drei Treffer aushalten, glaube ich, oder? Nee, ich glaube gar nicht mal. Weil dieses Herz, glaube ich, nicht alleine dastehen kann. Ich konnte mich nicht bewegen. Also ich konnte nicht ausweichen.
Weiße Pille war Hells Up. Oh, sehr schön. Verlieren wir eh wieder, wenn wir sterben. Ich wollte gerade sagen, ich will da rein. Ah, was haben wir? Das wollte ich eigentlich nicht öffnen. Mehr Schaden. Du bist, glaube ich, auch noch so ein Baby, was rumfliegt, oder? Ja, aber Hamis haben. Würde ich mal behaupten. Alter, ich hasse diese Räume, ne? Also ich hasse diese Viecher. Und ich hasse Räume, wo diese Viecher drin sind. Ja, hallo Mutter. Aua. Aua. Ich schlebe. Naja, immerhin bin ich noch in die Kathedrale gekommen. Das war wieder ein Mutterkill, der mein Eden-Token zugute kommt. Also was soll's. Hallo Loki. Kann es sein, dass die Blue Candle mehr Schaden macht oder so? Ich weiß es nicht. Für mich wirken die jetzt halt genau gleich, muss ich zugeben. Die Blue Candle und die Red Candle. Vor allem, wie bis jetzt kein Kopf da ins Feuer reinfliegen wollte, ne? Ah, jetzt habe ich es aber gezwungen, da reinzufliegen. Schubdawub kann der droppen, okay. Aber ich mag meine rote Kerze eigentlich. Die finde ich cool. Würde ich vielleicht sogar öfter mitnehmen, wenn ich könnte. Na? Natürlich. What else? Paralyse. Amnesie, keine Karte. Und tot. Und noch ein Tod. Das heißt, letztes Herz. Dann haben wir es wenigstens auch gleich hinter uns. Wie gesagt, ich hätte es zwar interessant gefunden, aber wenn es nicht sein soll, dann soll es nicht sein. Ne, und es soll auch anscheinend nicht sein. Oh Gott, ich lebe. Hier noch so ein paar Schaps. Ich mich einfach auf den Stein verstecken kann vor. Oh, Krebs. Das heißt, schneller aufladen. Also die Tränen schneller aufladen zumindest. Werden wir noch Isaac sehen? Auf jeden Fall bekommen wir jetzt noch einen Damage-Job. Ich brauche Herzen und bekomme jetzt die ganzen Items, ne? Oh Gott. Diese Kackverfolgung. Tränen, ja. Das war's mit uns, aber das ist völlig egal, denn wir haben fertig, 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 fertig. Wir müssen jetzt zwar mit jedem nochmal einen Hard One machen, aber da, wie gesagt, wahrscheinlich im Livestream bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Achso, ja, und die beiden haben wir natürlich auch fertig. Nur Lost fehlt uns komplett. Aber Lost möchte ich wirklich als Livestream-Charakter haben, muss ich zugeben. Dann unsere Stats. Secrets 151. Wir haben ja das letzte vorhin noch freigeschaltet. Und das war's. Wir müssen die Items natürlich noch finden. Die Red Candle haben wir noch freigeschaltet. Wo gehört die denn zu? Hier ist sie nicht drin. Gut, wir können die Red Candle wahrscheinlich nicht hundertprozentig erkennen. Weil es gibt drei verschiedene Kerzen und zwei von drei hatten wir schon. Die schwarze und die rote. Also hier ist zum Beispiel eine. Ich weiß aber nicht, ob es die schwarze oder die rote ist, die hier abgebildet ist. Ich weiß auch gar nicht, wo die andere sein soll. Ist auch egal. Ich danke euch fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.